Ibn Masud radiallahu an berichtet: Ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Gibt es Zeichen über die Stunde, an denen du sie erkennen kannst? Ja, o Ibn Masud, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die Muslime sollten diese Zeichen kennen, damit sie sie erkennen können. Es gibt zahlreiche Zeichen. Eines der Zeichen der Stunde ist, dass Kinder voll mit Wut sein werden. Der Regen sauer werden wird. Saurer Regen. Böse Menschen werden weit verbreitet sein. Ja, Ibn Masud, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass Menschen Betrügern vertrauen werden und vertrauenswürdige Menschen als Betrüger bezichtigen. Der Ehrliche wird als Lügner bezeichnet und der Lügner als ehrlich. Das sind alles Zeichen und das gehört wahrlich zu den Wundern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die Schüsseln werden ständig kommunizieren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wählte exakt das Wort, mit dem wir heute Satellitenschüsseln bezeichnen. Und Menschen werden ihre Familienbande auflösen. Mit anderen Worten, Menschen werden zu Hause bleiben und fernsehen, mit Hilfe von Satellitenschüsseln, anstatt ihre Verwandten zu besuchen. Dieser Hadith ist wirklich sehr interessant. Ja, Ibn Masud, du wirst Heuchler regieren sehen. Und die abscheulichsten Menschen werden die Märkte kontrollieren. Die Moscheen werden mit Ornamenten bestückt sein. Aber die Herzen werden abscheulich sein. Menschen werden in schönen Moscheen beten, aber ohne Tazkiya. Der Mu'min wird mehr gedemütigt als die Ziege. Homosexualität wird weit verbreitet sein. Und du wirst junge Menschen sehen mit unermesslichem Reichtum. Zuckerberg war bereits vor seinem 30. Lebensjahr Multimilliardär. Bewegungen werden entstehen, die die Frauen korrumpieren. Und du wirst die Zerstörung der Zivilisation sehen. Musikinstrumente werden weit verbreitet sein. Musikinstrumente werden auf ihren Köpfen sein. Wie wusste der Gesandte sallallahu alaihi wasallam darüber? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat genau das gesagt. Auf ihren Köpfen werden Musikinstrumente sein. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam konnte man sich darunter nichts vorstellen. Aber heute können wir überall beobachten, wie Menschen mit Kopfhörern Musik hören. Du wirst viel Polizei sehen und Menschen, die verspotten und herumscherzen. Seht nur die vielen Shows im TV, wo Menschen ständig ausgelacht und verspottet werden. Du wirst viele Kinder sehen, die außerehelich geboren werden. In Deutschland kommt mittlerweile jedes dritte Kind unehelich zur Welt. Vor 20 Jahren war es nur jedes zehnte Kind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Verbrechen werden den Herzen wie ein Bilderrahmen gezeigt. Damit ist der Fernseher gemeint. Auf diese Weise zerstört der Shaitan die Herzen, indem er die Verbrechen in Filmen und Shows präsentiert. Immer und immer wieder, bis sich Menschen an die Gewalt gewöhnen. Blutvergießen wird normal, man stößt sich nicht mehr daran. In meiner Umma werden Menschen berauschende Getränke trinken und sie anders nennen. Und wie viele Namen gibt es heute für Alkohol? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es wird zwei Arten von Menschen in der Hölle geben, die ich bisher nicht gesehen habe. Du wirst Menschen sehen, mit Peitschen wie Kuhschwänze. Sie werden damit Menschen peitschen. Frauen, die Kleider tragen und gleichzeitig nackt sind. Beim Gehen werden sie schwenken und andere auf sich aufmerksam machen. Ihr Haar wird wie das Haar des zweihöckrigen Kamels sein. Diese Menschen werden das Paradies nicht betreten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Wahrheit prophezeit.